Hallo meine Damen und Herren, ich will mit Ihnen über das Thema reden, wie ich herausfinde, was ich wirklich will. Es geht dabei um Ihren weiteren Lebensweg, um Ihre Lebenszufriedenheit. Ich selber war vor mehr als 10 Jahren an diesem schmerzhaften Punkt, dass ich nicht wusste, wie sollte es beruflich für mich weitergehen. Ich hatte keine Ahnung, welche Talente oder ob ich besondere Fähigkeiten hätte. Ich hatte keine Wünsche, keine Träume und keine Ideen und wusste nicht, wie es weitergehen sollte. Aber ich habe es herausgefunden und das können auch Sie. In vielen Seminaren, in Workshops, in Online-Workshops, die ich seit mehr als 10 Jahren anleite, sehe und erlebe ich es immer wieder, wie die Teilnehmer kommen und sagen, ja, ich weiß nicht so richtig, was ich will, und wie sie genau wissen, was sie wollen. Es geht wirklich nur darum, mit etwas Anleitung und kompetenter Begleitung zu dem zu finden, was sich in einem versteckt. Viele, viele Teilnehmer kommen auf ihre Spur. Sie wissen, was sie wollen und können sich ausrichten. Sie können sozusagen die Segel setzen und auf ihrer eigenen Lebensspur anfangen, davon zu segeln. Und so wird es auch Ihnen ergehen, wenn Sie bestimmte Dinge bei Ihrer Suche nach Ihren Talenten und Träumen beachten. Es gibt einfach bestimmte Fehler, die wir da alle machen. Und ich möchte Sie in diesem Video auf 2 wichtige Denkfallen oder Stolpersteine aufmerksam machen. Denkfehler Nummer 1. Sie suchen nach der einen großen Sache. Sie denken, es muss diese eine große Passion geben. Denn schließlich soll diese Sie durch Ihr gesamtes weiteres Leben tragen. Es muss also etwas wirklich Großes sein. Der Nachteil bei dieser Art zu denken, alles was kleiner daherkommt, das sortieren Sie automatisch aus. Sie nehmen es gar nicht wahr. Doch wenn wir nach Wünschen, Träumen und Talenten suchen, geht es immer um ein Samenkorn, etwas, was noch wachsen muss. Es ist also notwendigerweise klein, es kann ganz klein und unspektakulär daherkommen. In diesem Samenkorn steckt dann zumeist der goldene Kern, den wir finden müssen und der dann wachsen kann, der groß werden kann und sich zu dieser großen Sache auswachsen kann, die sie fortan mit Freude erfüllen wird. Weil dies so ist, weil sie oft nach einer großen Sache gucken, gibt es in all unseren Seminaren, in den Erfolgsteam-Workshops, in den Online-Kursen immer ein Prinzip. Wir suchen breit. Wir suchen nicht das große eine. Wir fördern viele Wünsche und Träume zutage und wir schauen nach dem Kern, der sich darin befindet. Das ist das Gold. Also, meine Damen und Herren, fixieren Sie sich bei Ihrer Suche nach Ihren Träumen und Talenten nicht auf diese eine große Sache. Wir fördern viele Träume und Wünsche zutage, wir nehmen sie alle ernst und erst dann wählen wir aus. Es geht weiter mit Denkfehler Nummer 2. Sie sind auf der Suche nach einer beruflichen neuen Tätigkeit, die Sie erfüllt. Sie finden aber nur private Wünsche und Träume. Und Sie denken jetzt, ja, das sind doch nur private Wünsche und Träume für meine Suche nach einem neuen Beruf, kann ich sie nicht verwenden. Und das ist ein großer Denkfehler, denn auch hier verwerfen Sie Gold. In privaten Wünschen und Träumen, und ich sage Ihnen, das Herz unterscheidet nicht nach privaten Wünschen und Träumen. Was das Herz will, ist immer eins. Es ist eine Sache, die es liebt. Also selbst in privaten Wünschen und Träumen kann sich durchaus der Schlüssel für Ihre berufliche weitere Tätigkeit befinden. Es gibt dafür so viele Beispiele. Ich erzähle Ihnen mein eigenes. Als ich vor 10 Jahren orientierungslos war hinsichtlich meines neuen Berufes, beschloss ich, da schon sonst nichts voranging, mir endlich meinen Traum von einer Reise nach New York zu verwirklichen. Ich fuhr also nach New York, ich buchte eine 7-Tages-Reise. Was passierte an Tag 5 dieser Reise?
Nun, ich stieß beim Stöbern im Buchladen auf das Buch Witchcraft von Barbara Scheer und Sie wissen alle, dass damit meine weitere berufliche Zukunft begonnen hatte. So kann es auch Ihnen ergehen, wenn Sie nicht weiterkommen mit der Suche nach Ihrem Beruf, nach Ihrer neuen Tätigkeit, nehmen Sie die privaten Wünsche und Träume ernst. Letztendlich fühlt es sich so an, als würden Sie einen Umweg machen. Sie denken, aber das ist doch nicht das Eigentliche. Aber in Wirklichkeit ist es kein Umweg. Sie zielen daneben, um genau ins Schwarze zu treffen. Nehmen Sie aus diesem Video zwei konkrete Tipps mit. Schauen Sie nicht nur nach diesem großen einen Ding, nach dieser großen einen Passion. Schauen Sie nach vielen Wünschen und Träumen und nehmen Sie diese ernst. Nummer zwei, wenn Sie auf der Suche nach dem neuen Beruf sind, qualifizieren Sie nicht die nur privaten Träume und Wünsche ab. Nehmen Sie einen davon ernst, verwirklichen Sie ihn und schauen Sie, ob und wie Sie das weiterbringen kann. Sie haben schon gemerkt, in diesen Denkfehlern steckt das Thema etwas ernst nehmen. Und da kommen wir zu einem großen Thema, das ich im nächsten Video mit Ihnen weiter behandeln will, nämlich dem Thema der ewigen Zweifel und der Zweifelattacken, die uns immer wieder heimsuchen können und die uns immer wieder einen Wunsch oder einen Traum oder ein Talent anzweifeln lassen.